Ich freue mich. Endlich wieder Wimmelzeit. Ich bin mal gespannt, was uns heute alles erwartet, weil es ist doch relativ unüblich, ne, das Spiel. Also es ist nicht so wie 1 und 2, finde ich. Die Wimmelbilder sind anders, die Rätsel sind anders. Und ich muss erst mal gucken, wo wir waren. Wir hatten, glaube ich, relativ gut alles so weit erledigt mit den Sachen, die wir hatten. Ne? Jetzt ist die Frage, wie wir weiterkommen. Geht das von der Lautstärke oder ist das Spiel zu laut? Sonst eben Bescheid sagen. Also immer dran denken, ich muss lauter sein als das Spiel. So, hatten wir jetzt hier noch irgendetwas? Ich bin mir jetzt nicht... Wo sind die anderen? Ja. Hier auf dem Feuer hatten wir, glaube ich, die Jackmilch zubereitet oder was auch immer das noch war. Hier haben wir noch was. Nee, wir nehmen Sachen beiseite. Fong, find a jacket. We're leaving soon. Warte mal, wir haben eine Pipette aufgenommen und daraufhin sagt sie, wir gehen jetzt. Such dir schon mal deine Jacke, okay? Weil wir eine Pipette gefunden haben. Es geht schon wieder los. Okay, gut. Wir haben jetzt ein Ewigkeitsamulett, ein brennendes Feuerzeug, eine Stahlkugel und eine Pipette im Inventar. Und jetzt gehen wir gleich. Ich glaube, zurück können wir gar nicht mehr, ne? Nein, das macht keinen Sinn, umzudrehen. Können wir hier noch irgendwas machen? Jemand war sehr in Eile. Hier war die Jagdmilch. Ist es nicht mehr zu gebrauchen? Ein wenig rostig, aber es wird halten. Was heißt das? Man weiß nie, in welchen Dingen man wirklich talentiert ist. Das könnte jetzt positiv oder negativ auszulegen sein. Findet sie die Zeichnung jetzt gut oder nicht gut? Okay, wir gucken mal zur Seilbahn. Ah, this lever is stuck. But I think I can handle it. Look around and see if we can propel the cableway somehow. Repariere die Seilbahn. Bisher passt's. Brennendes Feuerzeug in der Hosentasche. Ja, haben wir. Du siehst ja, es hört nicht auf zu brennen. Wir haben es einmal nachgefüllt und es hört nicht auf. So, hier haben wir noch die Säure. Ah, Pipette. Klar. Aber wofür brauchen wir die Säure? War irgendwas festgerostet oder so? Ein neues Lager. Wir können ein Zelt aufschlagen. Nein, ich weiß, dass das nicht gemeint ist. Dieses Rad muss ein Teil der Mühle sein. Ja, und können wir da rein? Können wir das vielleicht mit der Stahlkugel kaputt hauen? Nein, können wir nicht. Okay. Der Eimer ist ohne Griff nutzlos. Manchmal verstehe ich das nicht. So, hier können wir nicht mehr rein, ne? Da haben wir Alkohol das letzte Mal rausgekriegt. Gut, dann rede ich mal mit dir. Look around and see if we can propel the cableway somehow. Ja, das habe ich aber doch. Ich habe mich doch umgesehen. Ich habe Säure dabei. Ach so, warte mal. Nee, geht nicht. Schade, hätte ja sein können. Ein neues Lager. Aber wir haben hier haben wir doch das alte überhaupt erst rausgenommen. Ja, ja, okay. Wenn ich sie nur in Bewegung versetzen könnte. Es muss von irgendeinem Tier angetrieben worden sein. Es muss doch noch einen anderen Weg geben, um es anzutreiben. Naja, wahrscheinlich... Warte mal, wofür denn überhaupt der Hebel? Wenn da irgendwie, ich sag mal so, wenn hier das Jack rumgelaufen ist, um das anzutreiben, warum dann überhaupt der Hebel? Au, warte! Hier vielleicht von? Nee, da haben wir keine Verbindung. Die Kette ist kaputt. Das geht nicht. Mit der Säure wegätzen, das ergibt aber auch keinen Sinn. Wahrscheinlich wegschneiden oder sowas, denke ich mir mal. Da kann ich nicht mehr hin. Zurück geht sie nicht mehr. Haben wir hier noch irgendwas in der Hütte? Wo sind die anderen? Das können wir nicht mehr anpacken. Warte mal, mit dem Feuerzeug vielleicht? Aber gibt das Sinn? Nein, ergibt auch keinen Sinn. Das geht immer nur zur Kette hin, okay. Da, der Sekundäre. Hm.
Wenn warme Gedanken allein nicht mehr weiterhelfen, genau. Dann wird's warm in Hüfthöhe. Netzwerk brennen. Nee, hatte ich eben schon. Ich denke mal, wir müssen das irgendwie schneiden oder sowas. Wahrscheinlich wieder mit einer Scherbe mit einem Lederteil drumherum oder irgendwie sowas. Hier ist auch noch irgendwas drin. Das Rad ist am Boden festgehakt, aber wegen all dem Wasser sehe ich nicht genau, wo. Das ist eigentlich Quatsch. Das wird vom Netz doch festgehalten, oder nicht? Und das geht auch nicht. Die Säure habe ich eine Idee. Die Säure eventuell bei der Tür hinten eine Zeichnung nutzen. Ach so, ja. Keine Spinnenweben mehr. Ah, okay, ja, das könnten wir versuchen, das stimmt. Hier. Das ist eine sehr effektive Säure. Sehr gut. Sehr gut. Ah, so kommen wir auch in die Sägemühle rein. Bravo. Sehr gut. Repariere den Mühlenmechanismus. Okay. Einer der Schäfte, der von der Windmühle gedreht wird. Ja. Aha. Oh, wir fangen gleich mit dem Wimmelbild an. Das ist schön. Also, ich verdecke hier nicht viel. Nur wieder, ich kann hier einfach das Spiel ändern, ne? Nur, dass ihr gleich Bescheid wisst. Die weißen Sachen müsste man so sehen und die gelb oder orange unterlegten Sachen, die sind, da muss noch irgendeine Aktion durchgeführt werden. Entweder sind die irgendwo versteckt. Was ist das? Ich habe einen Pinsel. Eine lila Sphäre? Müssen wir womöglich etwas lila färben oder so. Aber was ist denn da als Sphäre gemeint? Eine Blume. Efeu. Efeu ist hier. Ein Hocker ist da. Eine Mausefalle. Eine Mausefalle? Suchen wir eine reguläre Mausefalle oder können die auch anders aussehen? Oh, da ein Licht. Was haben wir jetzt freigemacht? Ein Baumpilz. Ach, der ist hier. Der Baumpilz ist da, okay. Das Seil ist an der Wand befestigt. Das soll nicht an der Wand befestigt sein, oder wieso? Hier bestimmt auch anders. 11. Über dem roten Stoffdings. Ach, da! Oh mein... Wenn ich sehe, dann ist es ganz selbstverständlich, aber das habe ich echt übersehen. Okay, die Mausefalle haben wir. Der Treibriemen, das müsste ja eigentlich... Der Treibriemen ist doch eigentlich... Ist das nicht aus Leder irgendwas oder so? Was ist das? Ich habe was in der Hand. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es ein kaputtes Ei oder so? Was ist das? Und wo gehört es hin? Da ist der Treibriemen. Ich dachte, das wäre nur so ein, ja, das ist so ein zusammengelegter, großer oder langer Treibriemen ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hinten rechts so einen großen Zahnrad. Ja, sehr gut. Was ist das? Das Wasser tropft nur langsam heraus. Das ist was... Soll heißen, wir müssen es kaputt machen? Wahrscheinlich, ne? Mit dem Hammer vielleicht? Warte. Mit dem Hammer kaputt machen? Das ist nicht korrekt, okay. Ach, eine Wasserfontäne müssen wir machen. Dann haben wir hier vielleicht eine Axt oder so. Was ist das? Ein Stück Rinde würde ein gutes Boot ergeben. Das heißt, wir sollen uns das selber schnitzen, das Buch. Boot? Buch. Ich hab's heute wirklich, also Wortfindung ist heute nicht meins. Und wir sollen irgendwas anmalen. Es wurde wohl benutzt, um Farben zu mischen. Wir sollen Farben mischen. Warte mal, wir suchen was Lilanes, ne? Warte, dann ist doch blau und rot ist doch perfekt. Dann haben wir Lila, aber was ist die Sphäre? Eine Sphäre ist doch eigentlich etwas Umgebendes. Handschuhe. Auf die Idee, dass sich das alles drehen lässt. Warte. Kette ist jetzt sichtbar. Ach, da! Da ist die Kette. Oh mein Gott, ja.
Wir suchen aber, da ist noch eine Kette. Das Wasser tropft nur langsam raus. Ach, sollen wir das wegnehmen? Nee, das geht nicht. Vielleicht mit dem Hammer kaputt hauen? Eine interessante Idee, aber ich sag... Also diese Art von Wimmelbild ist echt nochmal komplett was anderes. Was ist das? Können wir hier ein Loch reinmachen? Das ist nicht korrekt. Da ist auch ein Keil. Sollen wir den irgendwie nutzen? Nein, sollen wir nicht nutzen. Ja, wir sollen, ist mir schon klar, wir sollen irgendwas lila anstreichen, aber was soll hier die Sphäre sein? Ein nettes Stück Schreinerarbeit, leider ist es kaputt. Es ist manchmal... Was sind das für Hinweise? Ohne Bohraufsatz ist er... Ach, warte. Ja, geh mal weg da oben. Nein, geh mal weg da. Geh mal. Bohraufsatz? Sollen wir ein Loch hier reinbohren? Wir haben die Wasserfontäne gefunden. Kannst du das runde Teil, was über dem Wort Objektliste liegt, auf dem Pfosten rechts draufsetzen? Warte, ich sammle mal eben die Wasserfontäne ein, die das komplette Wasser verschwinden lässt. Das runde Teil, was über dem Wort Objektliste ist, das hier, diese Calimero-Hut-Geschichte, auf den Pfosten rechts draufsetzen. Ach so. Ach, es ist kein Calimero-Hut. Das sieht schon besser aus. Es war nur ein Dorn im Auge. Es war ihr nur... Es passt tatsächlich, aber es war ihr anscheinend nur ein Dorn im Auge. Was soll das denn jetzt? Das sieht schon besser aus. Warum habe ich das gemacht? Damit es schöner aussieht? Es soll ästhetisch hier aussehen? Okay. Oh, hier ist so eine Kette. Es ist alles ein bisschen... Was soll ich mit dem Hammer machen? Irgendwas kaputt hauen. Die Sphäre soll das werden? Das sieht schon besser aus, okay. Das können wir drehen. Dann den Hammer können wir nehmen. Können wir noch irgendwie so ein Blatt? Oh, warte. Nein. Ach, ich dachte jetzt, wir sollen uns ein Boot basteln oder sowas. Was mache ich denn jetzt mit dem Blatt? Lila Sphäre, Knoten, Boot, Blume. Aber die Blume müsste man auch so sehen können. Das ist die Farbe. Ich weiß nicht, was die Sphäre sein soll. Ach so, meinst du jetzt anmalen? Moment mal. Wenn ich jetzt mal eben gucke, ja? Das muss ich jetzt mal eben wissen. Sphäre. Mann, Sphäre. Bereich, der jemanden etwas umgibt. Schicht des kugelig die Erde umgebenden Himmelsgewölbes. Das war ein Stück von einem Tischbein. Okay, Blume ist in der Wand geschnitzt beim Rad an der Wand. Du meinst das hier, ne? Nee, das, oder was meinst du? Das ist es nicht. Das kann ich nur einfach drehen. Ach so, hier! Ach Mensch, ja, natürlich! Ich dachte, da muss noch irgendwas rein. Siehst du, schon zu viel Wimmelbild gespielt. Ich dachte, da muss echt irgendwas rein. Ich muss erstmal wieder warm werden. Ich muss erstmal das Gehirn anlaufen lassen. Wir brauchen aber immer noch einen Boden, einen Knoten. Also hier sagt er, warte mal, das Stück Rinde würde ein gutes Boot ergeben. Deswegen habe ich ja gedacht, daraus ein Segel basteln, aber das zählt nicht. Also manchmal ist das ziemlich tricky hier mit dem ganzen Kram. Warte. Jetzt das...
Wir haben ein Boot gebaut. Okay. So, Knoten. Knoten ist versteckt. Wozu dann der Hammer? Sollen wir den Knoten zerschlagen mit dem Hammer? Wir haben immer noch einen Hammer hier. Okay, irgendwas lässt sich hämmern. Ich habe ja gedacht, hier irgendwo die Bretter einschlagen oder so. Hier leuchtet das auf. Wieso leuchtet das da auf und da nicht? Warum leuchtet das da? Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Das ist ja... Ich soll den Knoten selber machen. Ich habe einen Knoten gemacht. Also bitte, kommt man da automatisch auf die Idee, das Ding da rauszuziehen? Wir haben einen Gürtel gefunden. So, was ist das? Ein Schäkel. Den nehmen wir auch, eine Stahlschelle. Okay, ja, den nehmen wir mit. Ach, das können wir für das, für die kaputte Kette. Was? Seltsam, was? Sie sind zu weit oben, um sie näher zu betrachten. Okay. Wir brauchen also irgendwas. Ah, mit der Kiste geht das. Geht das mit der Kiste? Hallo? Vom Boden aus komme ich nicht an die Steine heran. Nein, ich habe aber doch jetzt die Kiste draufgestellt. Ich brauche noch mehr Kisten. Ach so, okay. Naja, hier sind doch welche. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das ist dir schon klar, ne? Okay. Ich brauche noch mehr Kisten? Etwas, um den Stein zu entfernen? Vincent Midner gifted a tier 1 sub to Anos underscore 17. They have given 15 gift subs in the channel. Vincent, danke schön für das Abo für Uranus. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. 15 Abos bereit. Dankeschön, Vincent. Vielen Dank. Wir brauchen irgendwas, um das rauszuhebeln. Okay. Oh, das ist der Griffel in den Eimer und wir sammeln unser eigenes Stahllager zusammen, oder? Nö, doch machen wir. Warte. Wir brauchen aber noch ein paar. Und das kommt da oben drauf anschließend? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3. Ich glaube, circa 3 Kugeln brauchen wir noch. Oh, das war eine Blume. Gärtner, Errungenschaft. Stimmt. Wir suchen noch Sachen. Okay. Aha. Eine der Kugeln liegt auf einem Stück Holz unten im Abflusskanal. Und sie bückt sich jetzt natürlich nicht, ne? Das kennen wir ja schon. Das hat sie in den anderen beiden Teilen auch nicht gemacht. Okay. Oh, ist kaputt. Dem Gurt fehlt ein Gelenk. Das ist nicht korrekt. Nee, was ist ja auch die Schelle für das Dingsbums da im Hof. Warte, was? Hier war irgendwas gerade, oder? Nein. Da liegt noch was. Die Mühle treibt die Seilbahn an. Ja, 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 schon klar. Was müssen wir denn machen? Da Wasser reingießen oder sowas? Oh, warte, zum Aufhebeln. Zum Aufhebeln den Meißel. Oh, ist kaputt. Okay. Vertausche die Teile so, dass jeder Kopf an der passenden Stelle sitzt. Warte, der hat die Gießkanne. Ein Teaser. Der hat den Teaser. Da ist das Stück mit dem. Und der müsste. Irgendeiner müsste doch auch hier von den. Der bläst gerade, alles klar. Der trinkt Tee. Warte mal, der hat ein Schwert in der Hand oder irgendwas anderes. Ist das ein Schwert? Das ist der Wasserträger.
Warte, das passt dahin. Das Schwert. Ist das ein Schwert? Hier. Da sind Wolken. Ist das der? Nein, ist er nicht. Warte, ist das der? Der ist das, okay. Ach, das ist kein Schwert, das ist eine Gebetsrolle. Wo war denn jetzt der mit dem Schwert? Da ist er. Das ist eine Gebetsrolle, alles klar. Warte, der passt auch. Der Teetrinker passt nicht. Der trinkt. Nee, der trinkt nicht Tee. Doch, der ist aber richtig. Der ist auch richtig. Der ist richtig. Hey! Okay. Was ich erkenne, die Form der Vertiefung wieder. Ach so, natürlich. Das Ewigkeitsamulett. Die heilige Flamme beschützt die Menschen. Sie bringt Erleuchtung und Hoffnung. Sie führt und stellt sich der Dunkelheit entgegen. Immer achtsam, ewig brennend. Okay, die heilige Flamme. Irgendein Stierkopf. Sie sind zu wissbegierig, neugierig und zu entschlossen. Diese ganze Expedition stellt eine Gefahr dar. Sie werden es schließlich herausfinden und das kann ich nicht zulassen. Ein neuer Mann hat sich der Expedition angeschlossen. Er behauptet, ein Professor und Spezialist für tote Sprachen zu sein. Ich kann es nirgends festmachen, aber es stimmt mit diesem Mann etwas nicht. Er macht mich nervös. Vor allem, wie ich das schon das letzte Mal gesagt habe, er hat immer noch seine Priestersachen an und rennt so, ja gut, vielleicht von einer katholischen Institution, ich weiß es nicht, aber rennt man dann nicht mit solchen Klamotten rum. Es ist der Prediger. Wie schon Brittany sagte, er hat sich tatsächlich dieser Expedition angeschlossen. Ich habe... Mann, die irritiert mich jedes Mal mit ihrem Klicken hier. Das Bild ohne das Ding in der Mitte haben. Ja, indem du dir die Stelle vielleicht anguckst und dann machst du einen Screenshot. Das ist ja kein Ding, ist ja kein Problem. Das kann man ja bearbeiten dann. Ich habe letzte Nacht... Muss ja keiner wissen. Sorry. Ich habe letzte Nacht eine Silhouette gesehen, die sich aus dem Kloster geschlichen hat. Es war wie ein Schatten, der in der Dunkelheit verschwunden ist und keine Spur hinterlassen hat. Ich muss irgendwo näher an die Spitze ziehen, wo ich alles besser im Auge behalten kann. Celine und Po im Sommer 2014. Ich möchte dich stolz machen. Das ist also Po. Ich frage mich, ob er über seinen Vater Bescheid weiß. Entschuldigung. So, dann haben wir hier noch... Das ist das Schreiben. Okay. Jetzt haben wir auch eine Schnelle gefunden. Ne? Das heißt, wir können jetzt das hier reparieren. Und jetzt haben wir einen Treibriemen mit der schönen Gürtelschnalle oder was auch immer das für eine Schnalle ist. Das ist viel zu schade als Treibriemen, weißt du. Nur damit wir Seilbahn fahren können. So, hier fehlt immer noch die Stahlkugel. Ah, Idee, natürlich. Nein, eher zurück. Warte, wie gehe ich denn zurück? Zurück. Und zwar der Eimer. Oh, natürlich. Wo ist denn jetzt der Eimer? Nee, der Eimer war hinten im Hof. Da ist der Eimer. Wenn wir den jetzt mitnehmen, dann müssten wir mit dem aber jetzt endlich Wasser schöpfen können, oder? Bitte. Sehr gut. Wir haben einen vollen Eimer. Und jetzt gehen wir wieder hier runter. Das kennen wir ja eigentlich auch schon aus dem ersten Teil. Jetzt machen wir hier Wasser rein. Damals war es ein Sektkorken. Jetzt haben wir hier eine Hallo? Ach nö. Wirklich. Okay, das war auch nochmal ein Rätsel. Ich meine, ich finde das schon aufwendig gemacht. So, jetzt haben wir aber das Lager. Brauche ich das noch irgendwie? Doch, das brauche ich, weil das funktioniert. Genau, da muss der Riemen dran. Und... Hallo? Die Mühle treibt die Seilbahn an. Ja, hier, mach, nimm. Hallo?
Achso, ich muss aufmachen. Pass me the belt through the window. I'll take it from here. Ei, ei, ei. Ossel, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hier, dann nimm. Nimm doch! So, und jetzt müssen wir das Lager nur reparieren. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, das war es sogar hier schon komplett. Oh, das Amulett haben wir sogar behalten. Stierkopf und die Stahlschelle. Dann würde ich mal eben ganz kurz gucken, ob wir das reparieren können. Yep, alles klar. Können wir das jetzt machen? So, jetzt haben wir weniger Wasser. Aber ich sehe nicht genau, wo. Okay, ich verstehe Ihr Problem nicht. Vielleicht kommt das später zum Tragen. Na gut, dann sehen wir mal zu, dass wir die Seilbahn zum Laufen bringen. Und zwar müssen wir noch das Lager ersetzen. Jetzt müsste das gehen. Er steckt fest. Er steckt fest. The treadmill is fixed. We just need a way to propel it. Ach so, och, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Natürlich, ich muss das ja anmachen. Wir müssen das Wasserding reparieren. Okay. Nein, du sollst zurückgehen. Was übersehe ich denn? Oh. Oh, was? Ist das ein Rätsel? Ist das ein Rätsel, ne? Okay, was war das denn da? Warte. Keine Ahnung. Und nu? Ach, oh Mann, wie kompliziert. Ein Wimmelbild. Hier sind übrigens ganz... Das sieht aus wie Kräuter, das sieht voll lecker aus. Das sieht aus wie Minze und sowas. Zu stark, um es in zwei zu reißen. Achso, das ist das Netz. Ja, das wollen wir jetzt auch nicht. Entferne all den Müll, der das Rad blockiert. Ach, ich muss aufräumen. Ich dachte, das wäre ein Wimmelbild. Das Rad steckt fest. Okay. Wie entferne ich das denn? Rutschig. Es ist aber auch immer alles zu, ne? Egal was. Zu schwer, um es in einem Stück zu bewegen. Ja, schön. Haben wir Dynamit dabei oder sowas? Hier ist wieder ein Bohrer. Hier ist so ein eine Schuhvorlage. Eine interessante Idee. Warum? Das ist nicht korrekt. Was willst du, Spiel? Ich weiß nicht, was das Spiel gerade will. Warte mal, kann ich irgendwas da ranhängen? Ah, warte. Ich muss es demontieren. Ah, Demontage. Kaputt machen? Nein. Entferne all den Müll? Ja, ich muss den Stein noch entfernen. Was ist denn das? Was soll das sein? Das geht nicht. Okay, verstehe ich einfach nicht. Das Rad kann ich jetzt gerade gar nicht mehr bewegen. Ich kann auch die olle Milchkanne. Die ganzen anderen Sachen kann ich alle bewegen. Ich kann nach Gold schöpfen oder sowas. Warte, ist das... Oh mein Gott. Okay. Das war, um den Keil rauszuziehen. Wo habe ich jetzt den Hammer hingetan? Wo ist jetzt der blöde Hammer hin? Ist das der Hammer? Das ist der Hammer. Okay. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauche ich aber noch... Es ist zu stark, um es in zwei zu reißen. Ja, dann nimm doch hier, obwohl die Säge ja auch kaputt ist. Muss ich mit der Säge noch irgendwas machen? Ich weiß ja nicht, was ist hier. Ach, hier. Hier ist so ein Wiegemesser. Oh Gott, was sind das für Spiele? Okay, und nu? Jetzt sollte es funktionieren. Okay, das heißt, ich kann jetzt wieder zurück.
Warte, nee, jetzt muss erstmal. Jetzt muss das Wasser wieder laufen. Es läuft! Wir haben einen Antrieb. Oh. Aufräumen auch noch. Dann geht's ja, wie wir wissen, kaputt, genau. Das ist ein Bügeleisen. Ja, das ist ein Bügeleisen gewesen. Okay. So, jetzt können wir aber. Jetzt muss es aber gehen. Repariere den Mühlenmechanismus. Okay, Gott sei Dank. Jetzt müsste die Seilbahn auch wieder funktionieren. Looks like it's fixed. Bring the kid, okay? She seems to trust you. Oh, die macht so gar nichts hier. Die macht so gar nichts. So. Come on, kid. We need to go. Huch, habe ich das in die Tasche gesteckt, das Kind? Hat sie auf irgendwas drauf gesessen? Noch auf dem Wimmelbild oder sowas? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir können jetzt wirklich gehen. Follow me, Fong. Sit in the car. I'll turn it on and join you in a second. Ich werde dich gleich stoßen, habe ich gelesen. Setz dich in den Wagen, ich werde gleich dazu stoßen. Ich stoße dich gleich runter, genau. Das ist eine gute Idee. Looks like it's fixed. Sit in the car. I'll turn it on and then join you in a second. Muss das nicht einer? Einer muss es doch fahren, bewegen. Oh. Auf der anderen Seite ist ein Schneesturm. This is it. I wonder, how did you get up there before? Hey, there was a scaffolding on that wall. Strange. Handwerker, repariere die Seilbahn, sollen wir jetzt das Gerüst reparieren? Okay. Klettere die Wand hinauf.